Also herzlich willkommen alle. Den nächsten Vortrag bzw. die Vorführung wird Dr. Gordon Schlurlaut präsentieren. Und zwar, wie man in PyGIS ein Plugin schreiben kann. Genau, danke schön. Also genau das gucken wir uns an. Und zwar prinzipiell für auch Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben von Programmierung. Also wer hier noch nie irgendwas programmiert hat, sollte doch in der Lage sein, dem zu folgen als Zielgruppe. Und zweite Zielgruppe sind halt die Leute, die schon irgendwie programmieren können, aber noch nie ein Plugin gemacht haben, mal wissen wollten, wie das geht. Und dann ruppe ich das hier gleich weg. So, geht's. Und ja, wie schon in der Einführung gesagt, wir werden das nicht rein theoretisch machen, sondern praktisch, dass wir hier in der Zeit mal ein Plugin schnell programmieren mit einem Werkzeug drin, was eine OSM-Hintergrundkarte hinzulegt, was ich in der Zeit hinkriegen sollte, wenn ich keine Tippfehler mache. Bevor wir damit starten, aber noch ganz kurz ein paar ganz grundlegende Programmierkonzepte, die man kennen sollte, damit man dem folgen kann. Das erste Konzept ist das der Variablen. Wir haben in der Programmierung oder in Python, also die Programmiersprache, die wir nutzen, die Möglichkeit, uns einen Variablennamen auszudenken und dann dem irgendein Objekt zuzuweisen. Ja, das kann eine Zahl sein, das kann hier so ein Text sein, so ein String. Das kann aber auch ein kompletter Layer sein oder ein komplettes QGIS-Projekt, was wir da einfach reinschieben können. Variablennamen können wir uns ausdenken. Also dieses ist gleich, ist ein Zuweisungsoperator. Wenn wir das sehen irgendwie im Code, dann weise ich da also was in der Variablen zu. Zweites Konzept sind Funktionen. Da schreiben wir einfach def hin, denken uns wieder einen Funktionsnamen aus, frei, und schreiben dann Code hin, der irgendwas macht, zum Beispiel einen OSM-Layer zu QGIS hinzufügen. Und das können wir dann ausführen, indem wir einfach den Funktionsnamen aufrufen. Das hat ganz viele praktische Anwendungen. Für uns zum Beispiel sehr interessant, wenn wir jetzt eine Funktion haben, die den OSM-Layer hinzufügt, und wir werden irgendwo einen Button haben, ne, und wir wollen, wenn der gedrückt wird, dass die Funktion ausgeführt wird und der OSM-Layer erscheint, dass wir die beiden verknüpfen können. Ne, und deshalb werden wir der Dinge als Funktion schreiben. Drittes Konzept sind Bibliotheken oder Packages. Das ist im Grunde genommen ein bisschen wie Plugins für QGIS. Also damit können wir die Funktionalität von Python erweitern. Und einige gibt es schon, sind schon vorinstalliert, einige müssen wir selber installieren, je nachdem. Und mit dem Befehl, der ist relativ einfach auf Deutsch, von Bibliothek importiere alles, beziehungsweise dann in Python, also from, dann der Bibliotheksname, import Sternchen, Sternchen steht hier für alles. Und wir werden zwei Bibliotheken importieren, zwei Funktionalitäten, die wir brauchen. Das erste ist hier dieses PyQt5. PyQt5 ist eine Bibliothek für Benutzeroberflächen. QGIS ist komplett in PyQt5 geschrieben, also alle Menüs, Fensterchen, Buttons, was da gibt, ist alles PyQt5. Wir brauchen das, weil wir wollen ja eine Schaltfläche hinzufügen, ne, die den Layer hinzulädt, und die Schaltfläche wird PyQt5 sein. Deshalb laden wir die ein, und weil wir einen Layer erstellen wollen, brauchen, also ein QGIS-Layer, brauchen wir halt auch noch QGIS, also importieren wir von QGIS Core auch noch alles. Und das letzte Konzept ist das der Klasse. Das ist im Grunde genommen einfach eine Struktur, die so ein bisschen vorgegeben ist. Im Sinne von, wir schreiben Klasse, denken uns einen Klassennamen aus und schreiben dann Code da rein, der da rein zugehört. Ja, also zum Beispiel Variablen, die da reingehören, Funktionen, die da reingehören. Immer mit dem Punkt, dass wir so ein Self dann davor schreiben. Und der Punkt, warum wir das überhaupt machen, ist einfach, QGIS erwartet, dass wir eine Klasse übergeben. Ja, also wir müssen das benutzen. Hier unten sehen wir so ein Beispiel, das werden wir auch ziemlich so hinschreiben, oder ich. Und da stehen diese zwei Zeilen. Und ihr könnt jedes beliebige Python-Plugin runterladen. Diese beiden Zeilen werden genauso dastehen. Ja, also die müssen immer dastehen. Man müsste im Zweifelsfall nicht unbedingt verstehen, was sie machen. Man muss sie nur hinschreiben. Natürlich schön, wenn man versteht, was sie machen. Und zwar das QGIS iFace, das Interface, also die Benutzeroberfläche, macht es zugänglich für uns, dass wir darauf zugreifen können, und das brauchen wir, weil wir wollen ja der Benutzeroberfläche, dem Interface, iFace, unseren Button hinzufügen. Ja? Und deshalb haben wir das da mit drin. Ja, und das war es an Grundkonzepten, und dann schauen wir mal, dass wir das umsetzen. Ich fand das. Okay.
Gut. Wenn wir das jetzt programmieren wollen, müssen wir in einen Ordner wechseln, Plugins. Ich habe den hier schon mal im Schnellstart bei mir drinne gehabt. Sorry, das ist im Moment noch ein bisschen klein, es wird dann nachher wieder größer. Da kommt er über QGIS auch hin. Ja, wenn er da euer eigenes Profil aufruft, dann Default Python Plugins, dann seid ihr da. Da liegen alle eure Python Plugins drin, die ihr runtergeladen habt. Und ich habe schon mal einen Ordner erstellt, um ein bisschen Zeit zu sparen, Foskis. Und da liegen zwei Dateien drin. Drei werden wir am Ende brauchen. Und nur eine macht richtig Arbeit. Ja? Okay. Und die erste, die wir uns angucken, ist diese Metadata.txt. Die rufe ich mal auf. Ist halt eine Textdatei, also da machen wir, das hat noch nicht viel mit Programmierung zu tun, sondern wir müssen, wie der Name schon suggeriert, Informationen, Metadaten eintragen zu unserem Plugin. Das hier ist so die Vorlage, die man da einfach benutzen kann. Also der Name des Plugins, nennen wir das mal Foskis Plugin. Dann E-Mail, meine kürzere, gordon@gis-trainer.de. Autor bin ich, also der Gordon. Minimumversion kann man noch angeben, weil sich ja dann manchmal doch Funktionalitäten ändern, aber ich denke, das dürfte schon ab 3.0 kommen. Description ist eine Kurzbeschreibung, ja, was wir da reinschreiben können. Also zum Beispiel Demo-Plugin für die Foskis. Und das About ist eine Langbeschreibung, da können wir mehr reinschreiben, wenn wir wollen. Also zum Beispiel dieses Plugin fügt ein OSM-Layer hinzu zum Projekt. Ja. Ein OSM-Layer zum Projekt hinzu. So, irgendwo zu lange Shift gedrückt, aber egal. Und die Version sagt man am Anfang einfach mal 001, also irgendeine Versionsnummer. Das sind also alles die Informationen, die wir nachher im Erweiterungsmanager sehen werden, wenn wir das aufrufen. Ja, und das geben wir an, speichern es ab. Es gibt noch mehr Optionen, man kann da noch doch einiges mehr angeben. Da kann man aber mal in die QGIS-Hilfe schauen oder in andere Plugins auch, wenn man die sich runtergeladen hat, was da so alles passiert in der Metadata. Und jetzt könnten wir das, wenn wir QGIS starten würden, auch schon sehen im Erweiterungsmanager. Okay, also das noch nicht richtig Programmierung. Damit kommen wir zur zweiten Datei. Auch da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet, nicht viel. Die ersten beiden Zeilen kennen wir schon, ne? Dieses PyQt, die Grafiken und das QGIS Core, was wir einladen. Und ich habe noch ein bisschen Zeit zu sparen, den String hingeschrieben, ne? Der ein OSM-Layer definiert. Wer schon mal einen OSM-Layer in QGIS hatte, wird darüber vielleicht schon gestolpert sein. Den brauchen wir auch. Und dann, wie gesagt, machen wir einfach eine Klasse. Nennen die irgendwie, wie wir wollen, völlig frei nach Lust. Nenne ich mal Foskis. Und dann kommen diese zwei Zeilen, die wir immer da haben müssen. Also dieses devinit unterstrich unterstrich self. Wir sind jetzt in der Klasse, also werden wir andauernd überall self hinschreiben. Und zwar sagen wir dann, dieses Self sagt, wie gesagt, eigentlich, es gehört zur Klasse selbst. Ja, das haben wir dann mit drin. So, machen wir es mal ein bisschen hübscher. Okay, und das Dev, ne, ist im Grunde genommen ist wieder eine Funktion, die wir geschrieben haben. Nur mit vorgegebenen Funktionsnamen, dass die automatisch aufgerufen wird. Gut, soweit kann man das eigentlich immer als Vorlage nehmen. Und dann beginnt die richtige Arbeit. Und wir schreiben jetzt als erstes eine Funktion, die einen OSM-Layer zu QGIS hinzufügt. Also machen wir dev, ne? Nennen die, wie wir wollen, wieder. Ich nenne es mal @OSM, wieder ein Self rein, wir sind in der Klasse. Und dann habe ich schon, wie gesagt, diesen Text-String hier, der das definiert. Und wenn ich jetzt einen Layer erstellen will, mache ich mir eine Variable, leer ist gleich, und wir wollen Raster leer. Ja? Und QGIS heißt sowas dann QGIS Raster leer. Und da müssen wir ein bisschen was reinschieben. Großes L, glaube ich. Ja, das merken wir dann. Raster QGIS. Ja. Nämlich einmal die URI, die das halt definiert. Dann können wir uns einen Namen ausdenken, wie der in QGIS angezeigt werden soll. Zum Beispiel OSM leer. Können wir auch beliebig irgendwas reinschreiben. Und dann noch, ja, ich sag mal, um was für eine Art von Layer es sich handelt oder womit er interpretiert wird, und das wäre jetzt WMS. Und damit haben wir den Layer erstellt, der existiert jetzt.
Wir können den aber noch nicht sehen. Wir müssen noch explizit sagen, mach den im Projekt sichtbar. Und auf das Projekt greifen wir zu, eigentlich genauso wie beim Rasterlayer. Ne? Nur wir sagen nicht QGIS Rasterlayer, sondern QGIS Project. Und dann können wir auf unser Projekt zugreifen. Projekt ist ein bisschen speziell. Ne? Wenn ich QGIS offen habe, ich kann immer nur ein Projekt offen haben in QGIS. Zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das bedeutet, ich habe im Grunde genommen eine Instanz. Deshalb müssen wir da noch Instance hinterschreiben. Und damit haben wir das Projekt. Und da will ich einen MapLayer hinzufügen. Also sage ich add MapLayer. Schiebe da meine Variable Layer rein. Und dann ist das Ding drin. Also 3 Zeilen, um OSM-Layer hinzuzufügen. Damit haben wir die Funktionalität. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was drumherum bauen, dass wir das auch aufrufen können, diese Funktionalität. Und das Erste, was wir da machen wollen, ist, dass wir zu QGIS unsere Schaltfläche hinzufügen. Ja, dass wir unsere Funktion da aufrufen können. Und da brauchen wir eine Funktion, die heißt init-GUI. Und die muss auch so heißen, weil QGIS ruft die automatisch auf, wenn wir das Plugin aktivieren. Und in der erstellen wir, wie gesagt, unsere Elemente für QGIS, die da sichtbar sein sollen. Also mache ich mal einen, nenne das einfach Start-Button. So. Und da erstelle ich eine Q-Action. Nicht das eingängigste Wort hier. Das kommt also aus dieser PyQt-Bibliothek, wo wir eigentlich alles möglich haben. Push-Buttons, Line-Edits, Dropdowns. Und wenn wir aber zu einem Menü was hinzufügen wollen, dann brauchen wir diese Q-Action. Heißt halt so, auch wenn es nicht sehr gut beschreibend ist. Das soll also unsere Schaltfläche werden. Die soll einen Namen kriegen. Sagen wir mal OSM-Layer hinzufügen. So. Und so ein Menüpunkt, der gehört auch immer zu etwas dazu. Und zwar gehört er in dem Fall von unserem QGIS-Interface, also von der QGIS-Oberfläche, Self-Iface ist das, zum Hauptfenster, zum Main-Window. Das schreiben wir einfach noch mit hin. Und dann haben wir das. Gut, damit haben wir den Button. Und genauso wie beim Layer, wo ich den Layer noch zum Projekt hinzufügen müsste, muss ich jetzt den Button zu QGIS wirklich hinzufügen. Und zwar füge ich hinzu zur Oberfläche, also zum Interface, zum, da geht's schon los, zum iFace. Und da kann ich einfach sagen, add plugin to menu. Also füge das zum Erweiterungsmenü hinzu. Da soll der drinne landen. Das sage ich ihm damit. Und was soll da drinne landen? Unser Startbutton. Moment, falsche Reihenfolge. Da müssen wir erstmal sagen, in dem Menü, in welchem Punkt sollen der drinne sein? Nennen wir das nochmal Foskis. Und was wir reinsetzen wollen, ist also unser Startbutton. Damit ist der in QGIS drinne. Also eine Zeile erstellen, eine Stelle in QGIS einfügen. Der macht aber noch nichts. Ja? Wir müssen jetzt also überreden, dass wenn der ausgelöst wird, wenn der getriggert wird, dass der diese Funktion addOSM ausführt. Und das können wir auch relativ einfach machen, indem wir sagen, also unser Startbutton, wie gesagt, in der Klasse immer self davor, wenn der getriggert wird, das verbinden wir mit unserer Funktion. Also wir connecten das mit unserer Funktion da unten, die wir geschrieben haben, self add OSM. Und jetzt haben wir den Button, er ist hinzugefügt, er fügt den Layer hinzu. Damit haben wir eigentlich unsere Funktionalität im Plugin schon drin. Das würde jetzt funktionieren. Trotzdem fehlt noch eine Kleinigkeit, nämlich wenn wir das Plugin deaktivieren oder deaktivieren, dann wäre es doch nett, wenn der Button auch wieder verschwindet und nicht für immer da ist. Und deshalb müssen wir noch eine Funktion schreiben, die das entfernt. Die muss auch wieder vorgegebenen Namen haben, weil die QGIS von alleine aufruft, die unload. Und da sagen wir, von unserer Oberfläche in QGIS, vom Self-Iface, da wollen wir jetzt was entfernen, remove, nämlich das Plugin-Menü. Und welches genau, können wir im Grunde von hier oben übernehmen. Na, kriege ich das hin ein bisschen? So, da. Oh Gott. Mist, da wollten wir mal Zeit sparen. So, sorry. Maus ein bisschen empfindlich. Ach, falsche Taste jetzt. Ist auch nicht mein Recht. Muss man noch dazu sagen. Da, wo sonst die Steuerungstaste ist, ist hier eine Funktionstaste. So. Damit ist auch schon meine Minute Sicherheitszeit wahrscheinlich weg. So. Geht das auch. Okay.
Okay. Und das ist es. Ja, also die drei Sachen. Button hinzufügen, Button verknüpfen, Funktion, die irgendwas macht und irgendwann Button wieder entfernen. Sind wir fertig mit. Also haben wir schon 2 von 3 Dateien. Und jetzt fehlt nur noch eine einzige. Und zwar haben wir im Moment noch das Problem, QGIS weiß nicht, dass es da eine Datei Foskis Main gibt. Und QGIS weiß auch nicht, dass es darin eine Klasse Foskis gibt. Das müssen wir QGIS irgendwie noch mitteilen. Und dafür machen wir eine weitere Python-Datei. Python-Dateien erstellen ist nicht schwer. Rechtsklick, neu, Textdatei. Und die nennen wir dann... Die hat wieder einen festen Namen, damit QGIS die findet, nämlich unterstrich, unterstrich, init, unterstrich, unterstrich, Punkt, py. Und in der verraten wir QGIS jetzt, wo ist unsere Klasse und wo liegt das alles. Dafür müssen wir aus dieser ersten Datei, Foskis Main, unsere Klasse mal in diese Datei reinbringen. Wie das funktioniert, wissen wir im Grunde schon, nämlich genauso wie wenn ich Bibliotheken importiere. Ich würde also sagen, von in diesem Ordner schreibe ich einen Punkt. Der Punkt heißt, in diesem Ordner, da gibt es die Datei Foskis Main. Von dieser importiere mir doch bitte die Klasse Foskis. So, da haben wir die hier drin. Wenn wir darauf zugreifen, dann machen wir wieder eine Funktion. Die hat auch wieder einen festen Namen, weil QGIS die aufruft. Das ist die Class Factory, also Klassenfabrik. Da werden Klassen verarbeitet. Da müssen wir reinschieben, das iFace, also das QGIS-Interface. Das wird QGIS dann da rangeben. Im Grunde genommen eine Variable, dem QGIS das Interface zuordnet. Und wir schieben das dann in unsere Klasse rein, die wir hier einmal aufrufen. Ja, Foskis heißt das Ding. Und da schieben wir das iFace mit rein. Da haben wir das. Und das Ganze soll noch zurückgegeben werden an QGIS. Ja? Und deshalb schreiben wir einfach noch zurückgeben davor, also return. Und damit sind wir fertig. Mehr steht in der Datei auch nie drin. Das sind diese 3 Zeilen, da seid ihr durch. Ja, also ich habe ja gesagt, nur eine Datei macht irgendwie Arbeit. Und die haben wir. Und dann kommt immer der spannende Moment, ob man einen Tippfehler gemacht hat und wie lange QGIS braucht zum Starten. Offensichtlich hat ja jemand länger nicht mehr QGIS aktualisiert, aber wir haben ja Minimum Version 3.0, also das sollte dann trotzdem hinhauen. Zwei Minuten haben wir noch, also wenn es in einer Minute startet, dann. Müssen wir für jeden Debug auf QGIS neu starten? Nicht für jeden. Es gibt aber noch ein Plugin, damit kann man sich die Plugins neu laden. Aber wenn ich so an der InitPy oder was verändere, dann muss ich nochmal neu machen. Okay, also hat keine Fehlermeldung beim Starten gebracht. Wir können mal ins Erweiterungsmenü reingehen. Sorry, Schrift ist ein bisschen klein, aber hier finden wir jetzt unser Foskis Plugin, da ist es. Wir können raufgehen. Hier sehen wir jetzt eigentlich alle Informationen, die wir in Metadata.txt eingegeben haben. Ne? Kurzbeschreibung, Langbeschreibung, den Namen, E-Mail-Adresse ist mit meinem Namen verknüpft. Und ja, Häkchen haben wir gesetzt. Das heißt, jetzt sollte unsere Schaltfläche da sein. Ich habe es ja ins Erweiterungsmenü gepackt. Und tatsächlich, da ist es. Im Menüpunkt Foskis, OSM leer hinzufügen. Tada! Und ist natürlich sehr einfaches Werkzeug, aber ich will nur sagen, man kann es natürlich noch in eine Toolbar reinsetzen, dass es gleich da ist. Das habe ich auch, ich habe mein eigenes kleines Plugin. Das ist das Werkzeug, was ich am häufigsten benutze. Ja, man macht QGIS auf, so. Und man braucht nur noch eine halbe Sekunde, um OSM-Layer da zu haben. Okay, dann sei noch gesagt zum Abschluss. Warum das? Das andere F5. So, erste Folie, na super. So, zum Abschluss sei dann noch gesagt, wer jetzt sagt, das ist interessant, aber mir alles viel zu kompliziert. Ich komme von Geosys, wir machen dann auch Lösungen für euch, wenn ihr ein Plugin haben wollt, oder speziell von mir, aus irgendeinem Grund. Ginge das, aber auch vieles andere, Webmapping, alles Mögliche. Und wer aber sagt, das ist doch gar nicht so schwer, ich will jetzt richtig programmieren lernen und wie man Plugins macht, kann ich empfehlen, GIS-Trainer, der Schulungszweig, den wir haben, wo wir auch nicht nur Plugins und Python, sondern alles Mögliche aus dem GIS-Bereich machen. Und wer
hier auf der Foskis noch mehr wissen möchte, kann ich noch sagen, wir haben noch Vorträge im Webmapping-Bereich, Leaflet übermorgen. Und es gibt noch ein paar Workshops mit meinen Kollegen Numa Gremling, auch hier von Geosys und GIS-Trainer. Und wir haben dann noch einen Stand, also habt ihr jede Menge Möglichkeiten. Gut, und damit bin ich 8 Sekunden zu früh fertig. Dann vielen Dank. Dann vielen Dank für den interessanten Vortrag. Es gibt auch schon 4 Fragen. Gibt es generelle Erfahrungen oder Erkenntnisse, wann ein Plugin sinnvoll ist und wann die Umsetzung über QGIS-Grundfunktionen, also zum Beispiel Modelbilder, Attributformular mit diversen Experteneinstellungen und Ähnlichem? Ich sag mal so, der Modelbilder ist im Wesentlichen Programmieren für Leute, die nicht programmieren können. Ja, also da kriegt man so ein paar Grundfunktionen, aber man ist natürlich eingeschränkt, was man machen kann. Wenn ich Python oder ein Plugin mache oder ein Skript, habe ich halt noch die komplette Python-Funktionalität obendrauf. Und da habe ich wenige Grenzen, was ich machen kann. Und ab dann macht es Sinn. Also ich kann viel genauer steuern, kann viel mehr machen. Und Plugins sind halt die Variante, wie ich es am einfachsten zugänglich machen kann für Nicht-Programmierer. Ja. Und wo findet man die beste Dokumentation dazu, wie man Plugins schreibt für QGIS? Da würde ich tatsächlich auf die QGIS-Webseite gucken. Da gibt es ein Kochbuch. Ich finde das ganz nett. Ist auf Englisch, aber ist gelungen, würde ich sagen. Gibt es performantere Sprachen als Python, um da was zu machen? Man kann prinzipiell auch in C programmieren, ich persönlich nicht. Und C ist schwieriger, aber man kann es performanter gestalten als Python. Also ein Python-Schleifen, sowas, das dauert immer ein bisschen. Aber was jetzt Zugänglichkeit angeht, ist denke ich, Python da durchaus zu empfehlen. Ist in Visual Studio Code der Python-Interpreter von QGIS eingebunden oder ist das gar nicht nötig? Den hatte ich jetzt hier nicht eingebunden. Gerade wenn wir Plugins schreiben, haben wir eben ein bisschen das Problem, dass wir die in QGIS ausführen müssen. Ja, wenn man Skripte hat, ist immer ein bisschen schwierig mit QGIS, weil das zum Beispiel dieses iFace, das Interface muss immer da sein. Und deshalb habe ich Probleme, sowas nur in Visual Studio Code auszuführen. Es gibt aber auch in QGIS Plugins, die einem zum Beispiel das Debugging einfacher machen, solche Hilfen, First Aid. Also man kriegt das schon hin. Ich programmiere meistens Visual Studio Code, führe es dann aber in QGIS aus. Installiert QGIS auch weitere Python-Packages wie GeoPandas und so weiter? Ja, wenn ihr auf Windows seid und die Netzwerkinstallation habt, dann könnt ihr unter fortgeschrittene Installation, Libs, da gibt es ein paar Bibliotheken wie GeoPandas. Wenn ihr nicht mit Windows unterwegs seid, also das übrigens, was ich empfehlen würde, gerade GeoPandas ist echt schwierig, sonst da irgendwie reinzukriegen. Man kann ansonsten über pip-install-Pakete reinmachen, aber zum Beispiel ja, GeoPandas habe ich ausschließlich über die Netzwerkinstallation zum Laufen gekriegt. Ja. Kann ich im Visual Studio Code ein Plugin entwickeln und dieses während der Entwicklung nach dem Try-and-Error-Prinzip in QGIS testen? Wenn ich die Frage richtig verstehe, würde ich sagen, ja, das ist, was ich vorhin gesagt habe. Also das ist, was ich mache. Ich schreibe es in Visual Studio Code und dann führe ich das in QGIS aus. Da muss man, macht man ein Plugin, sagt man einmal Plugin schnell neu laden. Also da gibt es einen Button, drückt man rauf und dann kann man das ausführen und merkt, ob es Probleme gibt oder nicht. Also sowas wie ein Debugger oder was gibt es da nicht? Ein Debugger, hatte ich auch gerade gesagt, also es gibt Plugins, die man zum Debuggen benutzen kann, die einem dann an der entsprechenden Stelle unterbrechen, dass man sich die Variablen angucken kann, wie First Aid zum Beispiel. Also da geht auch einiges in QGIS. Man kann das auch einbinden in QGIS, aber das ist richtig schwierig, hatte ich auch schon gesagt, weil wir so Dinge wie das iFace immer brauchen und deshalb mache ich das eigentlich nicht. Das waren die Fragen von hier. Gibt es an dem Saal noch Fragen? Gibt es die Möglichkeit, auch IntelliSense zu nutzen, so wie Sie es jetzt genutzt haben mit Visual Studio Code, dass man die Klassen von QGIS und auch von PyQt dann sieht? Genau, also das ginge, man kann als Interpreter schon die QGIS-Installation, die Python-Installation von QGIS verwenden, dass er die erkennt. Aber man kann es halt nicht ausführen so richtig. Ja. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, Dankeschön.